Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, etwas seltsam, die Keynote am Schluss zu halten, aber ich bin ja für alles offen. Von daher auch schön, dass Sie noch da geblieben sind und sich das auch noch anhören, was wir vom Verbraucherschutz hier noch zu sagen haben, weil das ist ja meine vordringliche Aufgabe im Bundesministerium, dass ich mich um den Verbraucherschutz kümmere, und da ist natürlich die Digitalisierung eines unserer wichtigsten Themen momentan auch, muss man schon so sagen, dass das bei uns im Ministerium ganz hoch angesiedelt ist, weil momentan auch kein Prozess, glaube ich, die Lebens- und Arbeitswelt der Menschen so sehr verändert wie diese Digitalisierung eben zurzeit. Noch mehr als die Nachhaltigkeits- und Umweltschutzfragen prägt sie eben auch unseren Alltag. Die Digitalisierung hat die Art, wie wir kommunizieren oder uns informieren, in den letzten Jahren stark geändert. Personen unter 35 lesen fast keine Zeitung mehr, sondern informieren sich eigentlich nur noch über die digitalen Medien. Auch bei anderen Alltagsaktivitäten hat sich in den letzten 10 Jahren vieles enorm verändert. Nehmen wir nur das Beispiel Navigation oder Einkaufen. Ich glaube, dass es kaum mehr jemanden gibt, der mit einer Landkarte durch die Gegend läuft oder mit einem Stadtplan hier in Berlin. Oder kaum noch jemand auch gibt, der noch nicht in einem Online-Shop eingekauft hat. Das Internet bringt hier den Nutzern unendliche Informations- und Auswahlmöglichkeiten. Preis- und Produktvergleiche sind jetzt relativ einfach möglich und die Konkurrenz ist nur einen Klick entfernt. Auch die Möglichkeiten, wie Verbraucherinnen und Verbraucher für Produkte und Dienstleistungen bezahlen können, werden immer vielfältiger. So steht digitales Bezahlen heute in verschiedenen Erscheinungsformen zur Verfügung. Kreditkarte, Bezahldienste, Kryptowährungen oder demnächst sogar mit einer sogenannten Stable-Coin-Währung privater Firmen. Die Digitalisierung hat enorme Auswirkungen auf Märkte, Verbraucherverhalten und auch auf den Einzelhandel. Apropos Verbraucherverhalten. Die Schnelligkeit und Bequemlichkeit des E-Commerce erwarten Verbraucherinnen und Verbraucher heute auch meist vom stationären Einzelhandel. Digital gestütztes Einkaufen und analoges Einkaufen verschmelzen immer mehr. Uns beschäftigt die Frage, wie wir im digitalen und analogen Zeitalter erreichte Verbraucherschutzniveaus erhalten können. Ich möchte Ihnen gern einige Gedanken zur Verbraucherpolitik im digitalen Wandel skizzieren und sie zur Diskussion stellen. Dabei möchte ich mich auf 4 Aspekte beschränken. Erstens, das Selbstverständnis der Verbraucherpolitik. Zweitens, die Sicherheit digitaler Anwendungen. Drittens, die Verbraucherautonomie. Und viertens, das Thema Fairness. Zum Ersten, zum Selbstverständnis der Verbraucherpolitik im digitalen Wandel. Wir bezeichnen immer in der Verbraucherpolitik die Verbraucherschutzstandards, die in der Rede vom US-Präsidenten John F. Kennedy vor dem Kongress 1962 gehalten wurde, als die Geburtsstunde der Verbraucherpolitik. In dieser Rede stellte er dem US-Kongress die 4 zentralen Verbraucherrechte vor, die man heute auch als Verbrauchergrundrechte manchmal bezeichnet. Das ist das Recht auf sichere Produkte, das Recht, über die Produkte informiert zu werden, das Recht, zwischen verschiedenen Produkten zu wählen, das Recht, mit seinen Beschwerden gehört zu werden. Diese vier Punkte sind weiterhin aktuell, aber die Digitalisierung hat dazu geführt, dass wir hier auch noch den Datenschutz mit ergänzen müssen. Verbraucherschutz und Datenschutz lassen sich aus Sicht eines Verbraucherschützers nicht mehr getrennt diskutieren. In der Welt von Big Data ist Verbraucherpolitik immer auch Datenschutzpolitik, soweit es um Verbraucherdaten geht. Die nächste Herausforderung ist, das wird Sie angesichts der Fridays for Future-Proteste wenig überraschen, die Verbraucherpolitik nachhaltig zu machen. Wir müssen Verbraucherpolitik, Digitalpolitik und Nachhaltigkeitspolitik konsequent zusammendenken.
Eine ganzheitlich verstandene Verbraucherpolitik kann zum Beispiel darauf hinwirken, dass neue Geschäftsmodelle sich auch in den Dienst von Klimaschutz und Nachhaltigkeit stellen. Ich glaube, wenn ich die Diskussion von vorhin so betrachtet habe, dass es ja auch genau darum ging, wie kann man eben den Klimaschutz und den Transport auch hier unter Nachhaltigkeitsaspekte mit betrachten. Wir werden uns hier neue Fragen stellen und stehen vor Herausforderungen. Wie machen wir zum Beispiel neue digitale Angebote nicht nur sicher und datensparend, sondern setzen auch Anreize dafür, dass sie energie- und ressourcenintensiv zur Verfügung gestellt werden. Hier warten große Herausforderungen auf uns. Die CO2-Bilanz von Streaming-Angeboten ist bei weitem nicht so gut, wie man das auf den ersten Blick erwarten würde. Ging auch, glaube ich, die letzten Tage durch die Presse, dass wir hier auch einen enormen Verbrauch an Energie haben. Wie sorgen wir dafür, dass die Teilhabe an den Chancen der Digitalisierung nicht zum Luxusgut wird, sondern allen zur Verfügung steht und dabei auch von einkommensschwachen Haushalten eine Mitverantwortung für einen nachhaltigen Konsum gepflegt wird? In dem Zusammendenken von Verbraucherpolitik, Digitalpolitik, Nachhaltigkeitspolitik sehe ich eine der zentralen Aufgaben einer in die Zukunft gerichteten Verbraucherpolitik. Zum Zweiten, zur Sicherheit in der digitalen Welt. Wir sehen hier zwei Herausforderungen. Zum einen gibt es die Verantwortungsbereiche zwischen Verbrauchern und Anbietern, von digitalen Produkten gerecht zu verteilen und zum anderen die Anwendungen für den Verbraucher auch sicher zu machen. Zur Verantwortung digitalisieren muss ich bemerken wir eine steigende Anzahl von Cyberübergriffen. Scheinbar einfache Bauteile in Smart Home können Teil eines Bootnetzwerkes werden, das Kriminelle ausnutzen. Wir haben das bereits bei WLAN-Routern gesehen oder auch bei Haustüren, deren Code jetzt einfach dann so im Internet stand. Hier ist der Schaden materiell, wenn eingebrochen wird. Bei einem vernetzten Herzschrittmacher oder einem autonom fahrenden Auto wird es vielleicht anders aussehen. Hier können wir auch zu kriminellen Machenschaften geraten, die eben dann auch Menschenleben kosten. Derzeit ist unser Produktsicherheitsrecht noch vom Maschinenzeitalter geprägt. Bei analogen Produkten könnte ein Sicherheitsmangel meist nachträglich nachvollzogen und einem Verantwortlichen zugeschrieben werden. In der Digitalisierung und speziell bei vernetzten IoT-Produkten sind Kausalitäten jedoch immer noch schwer nachvollziehbar. Speziell für Verbraucher könnte dies Beweise so gut wie nie führen. Wie will der Verbraucher nachweisen, an welcher Stelle eben das Produkt gehackt wurde zum Beispiel? Um dieses Ungleichgewicht besser ausbalancieren zu können, haben wir zwei verschiedene EU-Ratsrichtlinien, eine über den Wareneinkauf und die andere über digitale Inhalte, die die Verantwortung für Sicherheitsupdates neu verteilt. Der Verkäufer muss für angemessene Zeiträume dafür sorgen, dass dem Verbraucher Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt werden. Angemessene Zeiträume sind natürlich davon abhängig, wie lange ein Produkt lebensfähig ist oder wie lange ein Produkt genutzt wird. Ein Handy wird wahrscheinlich nicht so lange genutzt werden wie zum Beispiel die Zentralheizung eines Hauses. Also da muss man natürlich dann auch diese Diskrepanz betrachten. Und es ist ganz wichtig, dass die Produkte nicht nur zum Zeitpunkt der Übergabe risikolos verwendet werden, sondern dass sie auch so lange, wie sie eben genutzt werden, dann kein Risiko bergen. Es wird damit zur Sache des Verkäufers, zum Beispiel einer smarten Tür, für Updates zu sorgen, sodass diese auch für einen angemessenen Zeitpunkt einbruchssicher bleibt. Die Update-Verpflichtung gilt für alle Waren mit digitalen Elementen und nach der Richtlinie digitale Inhalte auch für alles, was ausschließlich digital verkauft wird.
Dazu zählen wir Musik, Filme, E-Books, Spiele, Apps, Software, ganz gleich, ob wir sie nur auf einer CD bekommen oder aus der Cloud über ein soziales Netzwerk oder auch sie nur streamen eben. Die neue Richtlinie sind für mich gute Beispiele, wie man im digitalen Zeitalter Verantwortlichkeiten risikogerecht verteilt und das Recht zugleich innovationsoffen gestalten kann. Das ist wichtig in Zeiten, in denen sich die Technik so rasant entwickelt wie momentan. Beide Richtlinien sind voll harmonisiert. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten insoweit keine abweichenden Regelungen treffen dürfen. Wenn sie ab Anfang 2022 in nationales Recht übertragen sind, gilt insoweit also in ganz Europa das gleiche Recht. Unsere Aufgabe ist es, sichere Anwendungen zu schaffen. Mit der zweiten Zahlungsdienstrichtlinie sind neue Regelungen in Kraft getreten, die digitales Bezahlen sicherer machen. Sie haben es wahrscheinlich alle schon bemerkt, wenn Sie Online-Banking machen. Die Richtlinie unterwirft Anbietern von Zahlungsdiensten strenge Regulatorien, zum Beispiel bei Haftungsfragen. So müssen Verbraucher für nicht autorisierte Zahlungen grundsätzlich nur noch bis zu einem Betrag von 50 Euro selbst haften. Ist die Autorisierung zwischen dem Zahlungsdienstleister und dem Zahler streitig, so tritt nach der Zahlungsdienstleister die Nachweispflicht ein. Nimmt er Betrug, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Zahlungsdienstnutzers an, muss er hierfür nunmehr unterstützendes Beweismittel vorlegen. Zurzeit ist ja in diesem Zusammenhang gerade die Kreditkartenzahlung auch etwas ins Kreuzfeuer geraten. Wie sicher ist es, wenn ich neben meiner Kartennummer auch diese Sicherheitsnummer eingebe? Die kann theoretisch auch jeder haben, der die Karte eigentlich nicht im Besitz hat. Ich komme zum dritten Punkt, der Selbstbestimmung in der digitalen Welt. Die Frage, was Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter ist und wie Verbraucher ihre Autonomie erhalten können, ist eine weitere wichtige Frage. Selbstbestimmungs- und Handlungsfreiheiten werden individuell unterschiedlich eingeschätzt. Auch bei datenbasierten Kundenprofilen gehen die Meinungen der Verbraucher auseinander. Einige schätzen personalisierte Kaufempfehlungen. Also ich freue mich manchmal, wenn ich etwas vorgeschlagen bekomme, wo ich mir dachte, ach, das könntest du gebrauchen. Andere sehen, dass mit solchen Profilen auch ihre Entscheidungen gesteuert werden. Und dies geht über das Geldausgeben oft hinaus, wie wir gemerkt haben. Weil Kundenprofile eben nicht nur eingesetzt werden, um Produktpräferenzen festzustellen, sondern auch Zahlungszuverlässigkeiten und bis hin zu politischen Einstellungen. Wir wissen ja alle, wovon ich spreche. Die Technik geht hier immer weiter. Welches Fernsehprogramm wir schauen, kann man zum Beispiel aus den Daten herauslesen, die das Smart Meter zur intelligenten Stromversorgung erhebt. Ob wir gerade in Konsumlaune sind, das verrät schon der Rhythmus, mit dem wir eine Tastatur bedienen. Unseren aktuellen Gemütszustand kann man über die Selfies in Instagram feststellen, wenn man davon ausgeht, dass es immer so wirklich, dass man so strahlt, wie man gerade drauf ist. In Benutzung auf die informationelle Selbstbestimmung greifen mit der Datenschutzgrundverordnung seit gut einem Jahr EU-weit und unmittelbar anwendbar ein Rechtsrahmen mit hohem datenschutzrechtlichen Standards. Er gibt vor, wie weit Technik gehen darf und was dabei zu beachten und zu gewährleisten ist. Die Grundverordnung formuliert hohe Standards zur Datensparsamkeit, zur Anonymisierung und zur Dauer der Speicherung. Es gibt strenge Anforderungen für eine wirksame Einwilligung, die Rechte von Nutzern werden insgesamt gestärkt. Und nach dem Marktortprinzip gelten diese Grundsätze für alle, die auf dem europäischen Markt agieren. Es kommt nicht allein darauf an, wo eine Firma ihre Niederlassung hat, sondern auch,
an wen sich das Angebot richtet oder wessen personenbezogene Daten verwendet werden. Die Selbstbestimmung wird besonders von selbstlernenden, KI-basierten Systemen herausgefordert. Wir brauchen auch für solche Systeme Regelungen, soweit auf ihrer Grundlage sensible Entscheidungen getroffen werden, die massiv in unser Leben eingreifen können und deren Empfehlungen unsere Job- und Wohnungssuche, Risikoprämien oder den Newsfeed maßgeblich bestimmen. Die von der Bundesregierung eingesetzte Datenethikkommission entwickelt seit Sommer letzten Jahres ethische Leitlinien für KI-basierte Systeme und formuliert Handlungsempfehlungen, die wir im Oktober oder Ende Oktober der Öffentlichkeit vorstellen werden. Wir freuen uns außerdem, dass die neue Präsidentin der EU-Kommission unseren Ansatz aufgreift und noch in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit ein Konzept zu ethischen Aspekten der künstlichen Intelligenz vorschlagen möchte. Denn ähnlich wie beim Datenschutz brauchen wir auch beim Umgang mit KI europäische Grundregeln, die die Autonomie der Menschen schützen und zum Beispiel neue Formen der Diskriminierung verhindern. Damit komme ich auch, wenn es um Diskriminierung geht, zum vierten Punkt, der Fairness in der digitalen Welt. Wir sind davon überzeugt, dass wir auch für die digitalisierte Gesellschaft faire Spielregeln für alle Teilnehmer schaffen müssen. Ansonsten wird unsere Gesellschaft auseinanderbrechen. Wie können wir Fairness schaffen? Wie dafür sorgen, dass die digitalisierte Welt fairen und transparenten Spielregeln folgt? Nehmen wir hierfür nur den Bereich der Plattformökonomie. Handelsplattformen haben zunehmend eine Türsteherfunktion. Sie können diese Macht nutzen, um Preise zu personalisieren und unsere Kaufentscheidungen über Rankings und Verbrauchermeinungen zu beeinflussen. Ob das immer fair oder eher zugunsten der anbietenden Unternehmen zugeht, können wir kaum überprüfen. Hier haben wir deshalb erste Schritte ergriffen. Die EU hat die Plattformen im Rahmen des Pakets New Deal for Consumers erste Grenzen gesetzt und neue Transparenzpflichten auferlegt. Händler müssen künftig den Verbraucher darüber informieren, wenn sie automatisierte Entscheidungsprozesse einsetzen, um personalisierte Preise zu bestimmen. Wenn Verbraucher über Suchfunktionen Waren und Dienstleistungen verschiedener Anbieter bekommen, muss außerdem klar sein, über welche wesentlichen Parameter das Ranking und die Gewichtung zustande gekommen sind. Wo Händler für ein hohes Ranking bezahlen, muss das den Kunden ebenso offengelegt werden. Und schließlich müssen die Plattformen prüfen, ob die Verbraucherbewertung wirklich authentisch sind. Wir kennen ja alle, dass das eigentlich auch schon bezahlt und von bestimmten Diensten gemacht wird. Wir sehen aber sowohl bezüglich der Transparenz als auch der Verantwortlichkeit für fehlerhafte, verbotene oder gesundheitlich bedenkliche Produkte noch weitgehend Handlungsbedarf. Wer haftet zum Beispiel, wenn rezeptpflichtige Medikamente über eine Plattform verkauft werden? Eine Idee ist beispielsweise, den Plattformen aufzuerlegen, dass sie nur solche Angebote zulassen dürfen, die Verbraucherrechte achten. Ihnen also eine Art Consumer Protection by Design aufzuerlegen. Die EU hat den Plattformen in der sogenannten P2B-Verordnung bereits Vorgaben gemacht, um die Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten zu fordern. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Die Kommission wird prüfen, ob weitere Maßnahmen nötig sind. Marktmächtige Plattformen verfügen aufgrund ihrer Türsteherfunktion auch über eine erhebliche Datenmacht. Um diese digitale Machtkonzentration zu brechen und die Daten zu gemeinnützigen und öffentlichen Zwecken nutzbar zu machen, sollten wir über Datenteilungspflichten nachdenken.
Die Verwendung von geteilten, anonymisierten Daten kann zum Beispiel den Einzelnen und die Gesellschaft von Nutzen sein, wenn es um den Gesundheitsbereich geht oder auch die Verkehrslenkung, die ja vorhin auch eine große Rolle gespielt hat. Gefördert werden kann die gemeinnützige Verwendung von Daten durch Modelle von Datentreuhändern, die glaubwürdig, sicher und unabhängig die anonymisierten Daten zur Verfügung stellen. Hier sollen wir gemeinsam überlegen, wie man das auch organisieren kann. Meine Damen und Herren, spannende Diskussionen stehen an. Dabei steht der Einzelhandel vor besonderen Herausforderungen infolge der Digitalisierung, der globalen Wertschöpfungsketten, der Macht von Handelsplattformen und der vielfältigen und auch nicht immer widerspruchsfreien Erwartungen der Verbraucher. Allerdings glaube ich, dass es gerade im digitalen Zeitalter für Unternehmen wichtig ist, das Verbrauchervertrauen durch faire und verbraucherfreundliche Bedingungen zu gewinnen und dass dieses dann auch von den Verbrauchern entsprechend belohnt wird. Ich bedanke mich jetzt bei Ihnen für die Aufmerksamkeit nach einem langen Tag noch, den Sie schon hinter sich haben hier in den Diskussionen, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier in Berlin. Herzlichen Dank.